So, wollen wir zu meinen Jungtauben gehen? Merkst du. So, jetzt ist die Vorspeise mit Erdnüssen vorbei. Jetzt hole ich mal richtiges Futter. So. Und jetzt gibt es Jan Kehn Superlight. Komm her, komm. Komm her, komm. Komm her, komm. Komm her, komm. Komm her, Mäuschen. Hallo, 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 hallo. Hallo, mein kleines Mäuschen. Ja. Ja, und drei sind noch nicht abgesetzt. Ein roter und zwei Schimmel. Die kommen dann noch dazu. Und dann habe ich 17 Jungtauben für dieses Jahr. Das ist auch genug, wenn man so Hobbyzüchter ist. Vielleicht möchtet ihr noch ein paar Erdnüsse. Oh, Erdnüsse mögen sie so gerne. Piep, 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 komm her, Mäuschen. Komm her, Mäuschen. Piep, piep, piep. Oh, Erdnüsse. Das ist gut, ne? Wird man schön dick von. Hat der Wanderfalke auch was zu fressen. Komm her, Mäuschen, komm. Komm her, Mäuschen, komm. So, jetzt habe ich hier die Badewanne hingestellt und die Tauben bekommen was zu trinken. Meine Kanne. Komm an, sie kommen. So, jetzt auch die Jungtauben. Haben schön gefressen, haben alles aufgefressen. Jetzt bringen die in die Badewanne. Das ist sozusagen die Jungtaubentränke. Und da trinken die jetzt. Da müssen die alle reinspringen. Und da gibt es Wasser. Die einen können das schnell, die anderen können das nicht so schnell. Manchmal baden die natürlich auch noch da drin. Und dann ist das ganze Wasser schmutzig. Aber ich tue da immer Wasserdesinfektionsmittel bei, weil ja auch mal eine oder die andere Taube da reinmacht.